Hallo und herzlich willkommen hier zum MBSE-Podcast. Ja, wir wollen euch heute einmal kurz erzählen, was wir hier machen und warum wir das machen. Und ja, wir sind unter anderem meine Wenigkeit. Ich bin Christian. Ich bin Produktmanager und Berater und Teamleiter für das Team Engineering Transformation bei der Contact Software. Und bin aktives Mitglied bei der OMG und der Incosi. Und ja, seit 2015 nehme ich regelmäßig an den OMG Technical Meetings teil, bei denen ich seit Anfang an bei der SysML2-Standardisierung mit dabei bin. Und seit September 2018 bin ich unter anderem Co-Chair der Mantis DTF, der sogenannten Manufacturing Technology und Information Systems Domain Task Force. Ja, und wer bist du? Ja, hallo, ich bin Tim. Ich bin Berater, Trainer und Vorstand bei OSE. Ich bin auch noch Buchautor, Herausgeber, Dozent und vor allem eben auch aktives Mitglied bei der OMG und bei Incosi. Und bei der OMG, da bin ich schon sehr lange unterwegs und zurzeit leite ich gemeinsam mit Yves Bernard von Airbus die Arbeitsgruppe, die an der SysML1 arbeitet und auch ein Team, was mit an der SysML2 arbeitet. Ja, und was machen wir hier? Wir machen einen MBSE-Podcast. Und die Idee ist, dass wir nicht ein weiteres Erklärvideo machen und auch Bücher und Artikel und all sowas. Das gibt es ja zu Genüge zu MBSE. Kann man immer noch gut was dazu beitragen. Aber die Idee ist eigentlich so, die Geschichten zwischen den Zeilen mal hervorzuholen, die man eben auch so auf Konferenzen in den Pausen erfährt oder auf dem Systems Engineering Stammtischen. Das wollen wir in diesem Podcast gerne tun und auch dafür immer wieder Gastredner einladen, die uns dabei helfen. Was sind denn so die Themen des Podcasts, Christian? Was haben wir uns da so überlegt? Ja, ein Thema hast du schon genannt. Wir werden natürlich unsere Kontakte spielen lassen, werden auch mal den einen oder anderen spannenden Akteur interviewen. Also ich denke da mal ganz spontan an Sandy Friedenthal oder mal an Richard Soley oder so jemanden. Aber natürlich nicht nur beschränkt auf die OMG, sondern natürlich auch ganz vielen anderen Organisationen. Ja, aktuelles Geschehen aus dem MBSE, wenn von der Incosi mal wieder was Neues kommt oder was Spannendes bei der GFSE passiert, darüber wollen wir reden. Und natürlich ganz klar, weil wir da ganz nah dran sind, über die SysML. Ja, aber Tim, wie läuft denn so ein Podcast jetzt eigentlich ab? Es geht um Modellierung, also wir müssen auch mal was zeigen. Und wie ihr gerade seht, zeigen wir auch was. Es ist also auch ein Videopodcast. Wir werden aber auch einfach viel quatschen und auch die Audiospur einfach als Audiopodcast veröffentlichen. Die meisten Sessions werden wir live streamen. Das heißt, die Beiträge sind dann ungeschnitten und sie sind, wie sie sind, authentisch. Wir werden mit deutschen Beiträgen starten. Wir sind beide deutsche Native Speaker. Das ist für uns erstmal einfacher, so zu starten. Aber es gibt natürlich viele englischsprachige, spannende Gastredner und dann machen wir die Session natürlich auch auf Englisch. Und ob wir in der Zukunft mehr Deutsch oder mehr Englisch machen, das lassen wir auf uns zukommen. Zukunft ist ein gutes Stichwort. Christian, wie oft machen wir dann so etwas? Ja, das ist noch eine spannende Frage, weil wir machen das ja beide in unserer Freizeit. Und ja, wir haben uns mal als Ziel gesetzt, ganz grob einmal im Monat eine Folge rauszubringen, vielleicht mal zwei, vielleicht mal keine, je nachdem, wie wir Zeit finden und natürlich, wie das Ganze bei euch als Zuhörer auch ankommt. Wenn ihr da natürlich sehr viel Interesse zeigt, dann kann das natürlich vielleicht auch mal ein bisschen öfter sein. Ja, aber ja, wie kann man denn uns folgen? Wie kann man denn keine Podcast-Folge verpassen, Tim? Ja, wir haben einen YouTube-Kanal, wie sich das so heute gehört. Den kann man abonnieren, da wird man dann immer informiert. Man kann die verschiedenen Podcast-Quellen abonnieren und die Informationen dazu findet man alles dann auf unserer Webseite mbse-podcast.rocks. Ja, genau, richtig. Ja, und damit wäre es das eigentlich schon für heute. Wir wollten euch ja nur einmal kurz das Ganze ankündigen, wollten euch uns einmal vorstellen. Und wir haben nächstes Mal schon ein ganz spannendes Thema für euch ausgesucht, nämlich wir wollen einmal die Geschichte der SysML aufarbeiten. Und da kann Tim auch ganz viel zu erzählen, weil natürlich, ja, Tim, seit wann bist du dabei? Seit der SysML 1.1, 0, 2, 0, 0 1.0, sogar. bei den Wahnsinn. Anfängen dabei seit 2003.
Ja, super. Ja, das ist dann natürlich umso besser. Das war mir gar nicht so klar. Doch, Na hast gelernt. dann, wieder was gelernt, tatsächlich, ja. Genau, und das Ganze möchten wir nach Möglichkeit am 5.11. um 19 Uhr live mit euch zusammen auf YouTube machen und würden uns natürlich sehr über eure Teilnahme freuen. Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, eigentlich nur noch nicht vergessen. Trust us, we are system engineers. Alles klar. Tschüss. Ciao.